Gut. So. Eine Bulle Wodka später befinden wir uns weiterhin genau an dieser Stelle. Yay. Wahnsinnig motiviert. Ah, ich schwör's euch, ich war kurz davor, alles um mich rum. Ich wollte nur probieren, ob ich da instant rüberkomme, aber dem ist ja wohl nicht so. Ich bin so kurz davor, mir eine Lösung anzuschauen, aber die Lösung ist ja... Oh, das war wieder dumm. Hab ich noch nicht aufpasst. Die Lösung ist ja klar, ich muss es einfach schaffen. Das Problem ist, es gibt hier keine Hilfe, außer, nichts. Das Mist, wie ich. Ich will nie mehr. Ich muss töten. Ich spiele Command & Conquer jetzt dann wieder. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll, ohne dass ich Schaden nehme. Das habe ich noch nicht. Rausgefunden, ehrlich gesagt. Boah, du bist nervig. Eins. Das war dumm, ey. Oh Mann, ich bin einfach nicht. Ich kann sowas nicht. Dafür bin ich einfach zu dumm. Du stinkst doch nach Furz, Alter! Mann! Ich wollte leiden, aber aus Leiden, wenn du hupfst, wird ja Scheißdreck, weißt du? Sei eins! So. Habe ich kein Hagugegebar mehr gehabt jetzt, oder was? Das war wieder zu schnell, weißt du? Ja. Mann. Das ist bestimmt die schwerste Stelle im Spiel, also hoffe ich. Sonst haben wir hier bald ein Problem. Da muss ich hin. Ich bin viel zu schnell dann.
Ja, das war... Hallo? Hä? Well, hey, ah, ich hätte leiden. Ah! Das habe ich gar nicht gewusst, dass das geht. Na, schau mal einer an, nicht wahr? Komische ist, manchmal ist nicht alles kaputt gegangen, weißt du? Geschafft! Boah! Boah, zeig mir den, der das instant ohne zu sterben schafft. Krasser Shit. Krasser Shit. Boah, das ist zu viel für mein Leben. Und diese Geheimtür, da habe ich auch nicht aufbekommen. Das nervt mich eigentlich am allermeisten. Aber ich habe für mich schon beschlossen, ich werde nicht alles holen. Also 100%, nein, Leute, das kriege ich. Das kriege ich in diesem Level. Nein. Nein. Nein, dann muss ich nämlich den Scheiß nochmal machen. Vergangenheit 2 Punkte, ich mache jetzt das. So sieht's aus. Jetzt kommt der Bosskampf und dann mach mal invertiert und mehr nicht. Gell, der Rest kann mir nämlich mal ordentlich den Zipfel kraulen. Hättet ihr geahnt, wie sturköpfig ich früher mal war? Ja. Ich muss ihn hindern, euch zu erschaffen. Aber töte ich ihn, dann töte ich auch mich. Daher denke ich, ich töte lieber euch. Bist du auf den Schießomaten gesprungen? Du Cheater! Hä? Unfassbar! Bitte! Au! Ich hab noch nicht ganz verstanden. Bist du auf den Schießomaten gesprungen? Du Cheater! Bin kein Cheater! Geh kaputt! Assistent, geh! Uah, wie geht der denn ab? Bist du auf den Schießomaten gesprungen, du Cheater? Wie er mich beleidigt! Oh! Nye. Ist gemein, dass der meine Masken hat. Bist du auf den Schießomaten gesprungen, du Cheater! Och. Also in einem Fluss funktioniert das nicht. Unnötige Tode hier. Bist du
auf den Schießomaten gesprungen? Du Cheater! Unfassbar! Assistent, geh! Gotcha, Barbie! Lehn dich zurück und akzeptiere deine Nicht-Existenz. Macht er da jetzt? Hallo? Hä? Warum bin ich gestorben? Hüppa! Assistent, Hilfe! Gotcha, in your face, Bianch! Auszeit, Auszeit! Kommt die nächste Scheiße. Oder? Was passiert jetzt? Annihilator, Feuer! Okay, das krieg ich hin. Was hast du denn? Angst vor dem feurigen, tödlichen Laser? Nö, eigentlich gar nicht. Macht er jetzt? Ich könnte durchdrehen. Ja, deine Welt steht Kopf. Bist du verwirrt? Desorientiert? Ich sehe, wie deine winzigen Hirnzellen wegbrutzeln. Okay. Los jetzt! Zwei, drei! Assistent, geh! Oh! Wieder einer weg. Kannst du nicht mithalten? Jetzt kommt die Zeitmaske, gell? Denk schnell! Laufen. Okay, laufen. Auf die Plätze. Fertig. Auf die Knie vor Cortex. Langsam! Auf die Knie vor Cortex! Los geht's! Ja, jetzt sei halt nicht so doof! Langsam! Auf die Plätze, fertig! Auf die Knie vor Cortex! So, jetzt nochmal bitte! Ey, ich schwöre euch, der hupft irgendwo hin! Auf die Plätze, fertig! Auf die Knie vor Cortex! Ey, was ist das? Ich mach das nicht mit Absicht! Der ist einfach scheiße im Gehirn! Auf die Plätze, fertig! Auf die Knie vor Cortex! Der ist eigentlich so einfach und ich krieg's nicht hin, weißt du? Auf die Plätze, fertig! Auf die Knie vor Cortex! Boah, nerv mal! Fertig! Auf die Knie vor Cortex! Los geht's! Zwei, drei! Hilfe! Boah, ist der nervig! So, was passiert jetzt? Oh!
Dann kann ich ja hier stehen bleiben, oder? Nein. Ich habe ihn doch getroffen. Was hätte ich denn jetzt noch bitte machen sollen? Fick dich, Alter. Himmel im Gesicht. Ey, komm! Noch gemeiner geht's ja gar nicht. So, ich muss ihn jetzt so fertig machen, oder was? Damit habe ich nicht gerechnet. Ehrlich gesagt. Normalerweise hat das immer gepasst. Schön. Ich habe wohl was an den Temporallappen gekriegt. Aber ein gefallener Feind kann nur eins bedeuten. Es gab einen Kampf und ich gewann. Mein neuer General wird zuallererst dich aus dem Weg räumen. Dran als je zuvor. Schnell, hinein in den Vortex. Aber Dr. Cortex, der Vortex ist noch nicht bereit. Wir wissen nicht, was passieren könnte. Wieder versagt. Typisch. Du bleibst. Was werdet ihr mit mir machen? Ich glaube, jemand braucht eine kleine Auszeit. Dort, wo er keinen Ärger machen kann. Genießt das Ende des Universums. Ingo Steiner hat wieder geöffnet. Seit Hallo zu leckeren Speisen, inspiriert durch interdimensionale Reisen. Genießt die Frischluft mit unserem innovativen Drei-Wände-Design. Ingo Steiner, hier habt ihr 6 Sterne für den Geschmack. Warnung, die 6 ist eine Wertung des Gesundheitsamts nach Schulnotensystem. Warnung. Endlich Ruhe.
Okay. Oh, oh, fast geschafft, fast geschafft. Hol den. Ja! Yeah! Fantasie! Yeah! Juhu! Yeah, baby! Juhu! Hey, Crash, jetzt du! Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Wer ist er denn? Wer ist denn er? Ah, der Mel Winkler, okay. Wer ist das? Producer oder was? Dieses Spiel ist reine Fiktion. Jegliche Ähnlichkeiten mit real existierenden Beuteldachsen, sprechenden Masken, Dingo-Krokodil-Hybriden oder fiesen Wissenschaftlern mit seltsam geformten Köpfen ist rein zufällig. Du hättest nicht spielen sollen, wenn du unter folgendem leidest. Wumperallergie, Crash-Ausschlag, Angst vor fremden Dimensionen, Angst vor beweglichen Plattformen, Angst vor unbeweglichen Plattformen, Angst vor Fortsetzungen, Angst vor Hüpfgeräuschen, Angst vor Superwissenschaft, Angst vor dem Sammeln von Objekten, Angst vor 90er-Jahre-Nostalgie, Unverständnis für Zeitparadoxa, Unfähigkeit zu vergeben, zur Auswahl eines Restaurants bei der Frage, worauf du hast oder zum Merken deines Parkplatzes oder bei empfindlichem Magen. Weitere Informationen über Beuteldachse und ihre Essgewohnheiten, Wohnraum, Fortpflanzungsverhalten, Wunschzettel und Schuhgrößen erhältst du in der Bücherei oder von deiner Oma. Ich weiß nicht, ob sie sich mit Beuteldachsen auskennt, aber sie ist sehr weise und freut sich bestimmt, von dir zu hören. Die Spielhersteller empfehlen nicht, bei Dingo Steiner zu speisen, wo das Essen dimensionsübergreifende Entladungen, Intestinalspalte, Wumper-Keuchhusten, parasitische Schleimpocken, unvorhersehbare Teleportation in düstere Zeitlinien und unkontrollierbares Miauen wie ein Miezekätzchen während Klausuren zur Folge haben kann. Nicht autorisierte Aufführung, Verbreitung oder Vervielfältigung dieses Spiels ziehen verletzte Gefühle nach sich. Und wieso solltest du unsere Gefühle verletzen wollen? Wir sagen immer so nette Dinge über dich, sogar Haustiere werden da aufgezählt. Obwohl sie merkwürdig aussieht. Gäste von Crash Bandicoot wohnen in den Insane Beach Suites, an dem gefällten Baumstamm, der mit Moos bewachsen ist, aber ganz weich. Also steht eine angenehme Nachtruhe nichts im Weg. Wie, du kannst nicht auf einem Baumstamm schlafen? Verzeihung, Euer Majestät. Als nächstes erzählst du mir, du willst Brötchen zum Frühstück statt Ameisen? Manchen Leuten kann man das wirklich nicht recht machen. Warte mal kurz. Okay, es kann weitergehen. Die Ereignisse dieses Spiels sind alle zu 100% echt. Es sei denn, dir hat's nicht gefallen. Dann war alles nur ein Traum. Hammergut. Genial. Also wirklich best. Also, ich fasse kurz zusammen. Eine Mischung aus Hass, Liebe, herzzerreißender Liebe. Was auch immer. Super Spiel. Bitte mehr davon. Macht weiter so. Hammergenial. Ja. Ich mache mir gerade schon Gedanken, wie es weitergehen soll. Zeige ich euch dieses Inverted noch bestimmt irgendwann mal. Mal gucken, aber jetzt nicht sofort. Die letzten 2-3 Levels haben mich schon ordentlich. Also da war mein Frustrationslevel schon weit über dem Normus, an dem, was ich normalerweise aushalte. Controller hat Gott sei Dank nicht dran glauben müssen, aber das hätte sich auch schnell ändern können. Deswegen. Hat viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt beim Zuschauen. Abo dalassen, nicht vergessen. Man kann auch Mitglied werden, wer mich unterstützen möchte und die Arbeit, die dahinter steckt, wäre super. Ich würde mich freuen. Ansonsten, genau. Guckt doch noch woanders rein, was ich so mache an Blödsinn. Und dann gucken wir mal, wie die Fortsetzung hier aussehen wird mit diesen Invertiert-Dingern. Genau, also so ein Testpart wird es bestimmt geben, einfach, dass ich es mal gezeigt habe. Wollen wir mal schauen, aber jetzt nicht sofort. Ich muss mich jetzt erst abreagieren, irgendwas anderes töten oder so. Na dann, auf Wiederhören und wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Lieben, was auch immer ich machen werde.